Hallo und herzlich willkommen hier zur Brettspielfolge hier in das 19. Kategorie Thüringen, also 3.1. Gehe ich jetzt auch drauf. Ich hatte vorher noch die 001 gehabt. Jo, ich wünsche euch allen schönen zweiten Feiertag. Hoffentlich richtig, mein Datum, Mittwoch, Samstag. Müsste passen. Jo. Ich hoffe mal, ihr habt einen schönen Tag verbracht bis jetzt. Und euch beste gönnt, was es gibt. Und Kuchen ein bisschen zum schönen Braten, ne? Also viel haben wir Tradition, oft Heiligabend, ja, Wiener Würstchen oder so. So kenne ich das mit Kartoffelsalat. Oder ja halt Karpfen, ne? Blau, wie es schön heißt hier. Oder was halt schmeckt, ne? So, und bei mir zu Hause gab es immer so zum ersten Feiertag. Ja, ein Vogel, ne? eine große Ente, kann man sagen. Apple. Dieses Jahr kann ich nicht fahren, weil heute habe ich gelesen, die Fahrzeit wollte man jetzt mal nicht fahren. Heute habe ich gelesen, eine Firma mit einem Hinweis, wer ins Ausland fährt, der muss auf der Rückfahrt mit 10 Tagen Quarantäne rechnen. Also die kommen garantiert. Von daher kann ich schon auf diesen Grund nicht fahren. Und zumal die auch irgendwo an der Grenze garantiert Kontrollen machen werden und dann, naja, spinnen, dann wollen die einen Test haben und bla bla. Und das muss ich mir nicht antun. Denn so wie der zuverlässig ist, kann es von ausgehen, wenn die einen positiven haben wollen, dann machen sie das so, ne? Und wenn nicht, ja, dann bist du halt Glück gehabt, ne? Und dann drückt Fahrt genau das gleiche wieder, dann musst du wieder einen Test nachweisen. Und der Ziel ist nach 6 Tagen, also das ist, ja, das kann ich ja vergessen. Montag muss ich sehen, dass ich noch einkaufen gehe, nächste Woche. Und dann werde ich mir noch ein paar Knaller kaufen für Silvester. Schöne Raketen, beziehungsweise Feuerwerk hier mit bunten Effekten. Weniger knallen, mehr schön, mehr bunt. Ja, ich mache auch nicht so viel, ne? 2-3 vorne, das reicht. Ist eh teuer genug, für uns sein, ne? Ja, ich fahre jetzt zum globalen Markt und hole mir bei der Ladung Dünger ab. Bin mir nicht ganz sicher, was ich da habe. Ist schon lange nicht da gewesen. Ja, wahrscheinlich muss ich dann mal schauen. Ist ja jetzt eine neue Version. Und ich will mal sehen, ob hier die Outreif-Kurse entsprechend auch hier schön angezeigt, ne? Ja, dann will ich sehen, ob das auch funktioniert, ne? Also da entsprechend auch keine Abstürze gibt. Hoffe ich mal, ne? Ich bock da jedenfalls vor, ich kaufe nur eine Sache ein und dann werde ich entsprechend zum Hof fahren, zum Lager und so, ne? Dünger, auf jeden Fall, das brauche ich garantiert noch, weil die Felder müssen noch gedüngt werden. Hätte ich aktivieren können. Ja, gut, das rennt ja nicht weg, ne? Sind ja mehrere Stufen, von daher ist die letzte Stufe, wo sich die gedüngt muss. Da ist nicht ganz so dramatisch. Ja, ich habe das in folgenden 3 Etappen gemacht. Heute am Donnerstag 2 Folgen fürs Wochenende. Ja, ich habe es irgendwie auch nicht geschafft. Ich habe gestern auch diese Version versucht runterzuladen, 3.1. Hat doch immer glattweg. Gut, hier hätte man nicht reinfahren dürfen, ne? So, hier ist die gute Frage. Guck mal, wie es so Kurse so sind, ne? Das ist Getreide AG, okay. Okay. Und hier ist das ein globaler Markt. Mal gucken. Hier zeigt er mir nichts an. Da muss ich mal gucken. Globaler Markt abholen. Abland 1. Runde bin ich im Verkehr reingefahren. Und ich finde LKW alles viel zu eng.
Dann erst lenken und dann Gas geben, ne? Und nicht später. Ich will mal schauen, dass ich links rumkomme. Also, wenn globaler Markt, müssen wir mit Taktung auf der besseren Seite, ne? Gerade für Autoreifen. LKW jetzt nicht zu empfehlen. Ich wollte mal hier schauen. Aber hier werden wir auch nicht zurechtkommen. Wir werden mal ganz kurz drehen und so reinfahren, wie es vorgesehen ist. Vielleicht ein bisschen klüger. Ups. Hier so ein Lichtfall angefahren, ne? Wir drehen hier durch. Ja, wir haben wieder Regen in Thüringen, ne? Wie immer, ne? Abladen, so war der Markt. Wo ist der Laden? Wo ist Abladen 1? Abladen 2? Getreide AG? Ich werde mal ganz kurz im Menü reinschauen. Blöd ist ja, hier ist nichts angegeben. Ich steige mal aus. Also E, ne? Gehe auf R und was haben wir drin? Wir haben nichts drin, okay. Da kann man auch nichts einladen. Also GPS isoliert. Wir warten für ein. Für ein Heu haben wir auch da. Silage wäre ganz gut für die Kühe. Kaufen. Und zwar kriegt 59.000 rein. Haben wir hier auf Null, weil ich will nicht mehr drin haben wie notwendig. Also 60.000. So, 9. 5. 59.000. Dating. Zurück. Geht darum, dass ich nicht. Ich würde ja auch mehr nehmen, aber das ist ja Quatsch. Gut. Das, dann fahren wir noch Dünger rein, ne? Also später. Also hier kriegen wir es abgeladen, das ist mal Fakt. Wie ist kein Punkt programmiert, ne? Zum Abladen, ne? Zum Beladen. Muss man hier gleich machen, ne? So. Beladen. Globaler Markt. So, Silo. Denke ich mal, ne? Falls wir mal automatisch holen lassen wollen. Ne? So. Tankstelle Nord. So, wir fahren mal die andere Strecke zurück. Deutsch-Schweizer Agrarservice, das ist der ja, von Castor der Strom. War mit einem geholfen im Notfall, ne? Bei Problemen und etc., da kann man da entsprechend die Hilfe holen, ne? Oder auch die Fehlermeldung etc. Wenn man Fehler findet, Logdatei natürlich dazu nehmen, ne? Keine Beschreibung. Und da kommt es eh zum Gespräch, mehr oder weniger Frage, Nachfrage etc. Und dann klärt sich halt meist von alleine. So, gehen wir in Innensicht, ein bisschen angenehmer.
Ja, heute kam das Weihnachtsupdate für Kettle und Cops. Ja, gut, ich habe jetzt schon 7 Folgen aufgenommen. Auch schon zu Weihnachten bis Freitag. Und dann werde ich mal sehen, dass ich dann nachher für den ersten Feiertag die nächsten Folgen aufnehmen werde. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt in eine Woche voraus. Anführungszeichen. Ich beginne ja am Montag mit Kettle und Cops. Ich beginne am Dienstag mit LS, wenn ich mit Kettle fertig geworden bin. Bin damit flexibel. Hat ja auch hier mit Turing wegen der Aktualisierung der Karte ein bisschen Probleme gehabt. Weil es lag nicht an den Unterlagen, sondern eher an dem Problem, dass im Grunde das Antivirenprogramm das richtig Runterladen der Datei hat es verhindert. Das ging einfach nicht. Und dann habe ich mehrere Sachen probiert. Antivirenprogramm mal kurz deaktiviert, dass ich da doch noch mitspielt. Hat es trotzdem verhindert, obwohl es deaktiviert war. Ja, deinstallieren wollte ich das nicht. Das ganze Programm. Das ist ein bisschen zu aufwendig gewesen dann. Aber ich habe es über Umwege geschafft, und zwar über einen Download-Manager. Der hat es mir dann im Prinzip an der extra Datei gespeichert und da hat es ja funktioniert. Ich hatte mir letzten Datei gesucht mit für die Karte hatte ich auch bloß die 301 erwischt. Ob das die Original-Link war, aber bezweifle ich mal. Hatte mir aber den anderen Link gespeichert gehabt, falls es Probleme geben sollte. Und dass ich da entsprechend notfalls zurückgehen konnte. So, jetzt kriegt die automatische Fütterung mal eine Ladung. Hätte doch anders reinfahren sollen, ne? Das ist ein mittleres Silo, was ziemlich leer ist. Ich habe ja hier die Silage hier zum Beispiel von ich weiß nicht genau, ob das mit dem Fragment dafür funktionieren würde, ob wir das Richtige rausbekommen. Weil dem ist eigentlich egal, was es ist. Am Ende ist es also eine Silage. Von Mais oder von Gras, das ist dem eigentlich völlig egal. Deswegen ist ein Fermenter wird nichts bringen, wenn man zum Beispiel jetzt Elefantengras nehmen würde oder dieses Pferdegras, wo du einen guten Betrag bekommst. Ist ja gemein. Das wird gelogen, ne? Der war voll, so Heu ist voll, das weiß ich genau. Und bei Stroh. Das ist im Grunde auch voll. Und voll ist voll. Dann fahren wir den Rest ins Lager rein. Also unser Lager im Hof hier. Haben wir noch ein hauseigenes Lager. Dieses hauseigene Lager ist im Hof 1 auch. Das ist aber auch neu. Das ist auch praktisch. Und da habe ich mittlerweile eine Ladung mit Futter hingeliefert. Weil da habe ich keine Fütterung. Überlege ich mir mal noch was anzuschaffen. Hier ist das Lager hier. Hier kann man reinkippen. Da eine Halle habe ich ein paar Ballen mit Silage und Heu. Weil Heu habe ich jetzt hier noch gar nicht. So, jetzt hole ich aber Dünger. Was ich eigentlich machen wollte. Jetzt haben wir aber die Tiere gut versorgt. Mit Dünger habe ich aufgehört auf diesem Feld. Das hat ja keine Wirkung. Anscheinend ist das notwendig. Gut, ist halt so, ne? So, mit der Innenansicht. Ja, unser Holzanhänger hatte ich mal hingestellt, weil ich aktuell noch nicht weiß, wohin. Ja. Ist ja an sich kein Problem. Denn das Sägewerk ist an ihm versorgt. Es arbeitet aber nicht, sobald das Lager mit Holzbalken voll ist. Leider. Na, na. Ja, das wird so nichts.
und ein bisschen größer ausholen. Wenn ihr ja durch, ne? Nasse Wiese ist auch ungünstig für ein LKW. Gut, ist auch halt so, ne? Ist so gewollt. Juckt. Ja. Fahren wir zurück zum globalen Markt. Und kaufen gleich mal Dünger, 49.000, ne? Das mache ich deswegen so genau, da geht nicht darum, um Geld zu sparen, sondern dass ich da wirklich nichts zu liegen habe. Falls ich mal automatisch abholen wollte, dass es mir da keine Probleme gibt. Ja, die Wiesen sind gedüngt. Der Balken ist in der Ballen genau da an der Ecke. Ich hab mitgeschliffen vom LKW, vom Traktor. Will ich auch nochmal holen. Oh, ho, ho, ho. Baum, Baum, Baum. So. Und Gas, Junge, Gas. Ja. Ich hab mal gesehen, mal verglichen. Ich habe echt gestaunt, dass die eine der ersten Folgen hier auf der neuen Karte, das habe ich so gar nicht mitbekommen, extrem viel Aufrufe hatte. Also im Ganzen 250, mit persönlichen Rekord. Hat sich ja verteilt über mehrere Wochen. Ne? Jetzt glaube ich schon 3 Wochen oder 4 Wochen her, wo die Karte rauskam. Durch den Stall entsprechend die Fütterung gebaut habe oder bauen lassen, kann man sagen, ne? Also gesetzt, also, vom Menü her. Das hatte ich im Titel aber auch so entsprechend beschrieben und das hat wohl anscheinend richtig angezogen, ne? Also, den wir fleißig guckt haben, danke dafür. Ja, man kann immer schreiben, was man will. Man weiß nie genau, was gerade den Augenblick gefragt wird. Ne? Das ist unberechenbar, weil halt sehr viele LS zeigen als Folge. Und ich denke, man hat auch wieder einen eigenen Geschmack. Der eine mag das lieber, der andere das lieber. Also ich plane im Prinzip hier eine große Maisaktion nachher später für Silo. Hof 3, das mittlere Silo ist ja backfrei, das kann man einfach nehmen. Und dann wahrscheinlich das andere Silo links oder rechts noch nutzen. Weil da weiß, da ist zwar verpackt, aber das ist, da komme ich mit einem Kehrbesen gut rein und das kann man entsprechend nutzen. Da will ich über Horseplay und Autodrive entsprechend das Silage dann hier kann man noch abladen, ne? Also hier Flüssigkeiten irgendwie rechts. Vermute ich mal. Flüssigkeit auf jeden Fall. Das andere ist Feststoffe sicherlich. Muss ich mal schauen. Und noch ist nicht so weit, weil hier will ich auch später mein Getreide anliefern. Ne? Sobald das reif ist. Das ist schon verplant für die Marsch. Schon gekauft, kann man sagen. Ja, hier verkaufe ich da und. Ja, geradeaus. Aktuell haben wir genug Zeit, deswegen lasse ich nicht. Komm durch. Haben wir Glück. Ich dachte schon, oh, jetzt haben wir ein Problem. Hier ist, wenn wir es kaufen, ne? Aussteigen. Darf hier keine. Darf hier Kollision, ne? Ist aber okay. So. Steigen wir aus. Dann kaufen wir mal ein. Und zwar Dünger. Oh, haben wir überhaupt Dünger? Stroh, Heu. Hafer, Gerste, Sonnenblumen, kein Dünger. Das ist jetzt ungünstig. Das kriegen wir nicht mit. Stroh ist nicht notwendig, Heu auch nicht. Weizen, das wollen wir noch in Thüringen verkaufen. Hafer, Gerste, auch in Thüringen. Sonnenblumen, ja. Könnte man hier verkaufen. Hackschnitzel, ja, Mischration für den ersten Hof. Aber da habe ich aktuell noch. Das ist ungünstig. Dann lasse ich mal einen LKW hier stehen.
Tut mich aber dann. Sag mal tschüss und ciao, ciao. Denn morgen werde ich ja versuchen, die Marsch aufzunehmen und dann kann ich da Dünger schon mal verkaufen. Wenn ich da genug Dünger habe. Und da brauche ich aktuell viel für Personal Farming, Düngen und so. Ne? Schau mal, das reicht. Wenn nicht, müssen wir halt ein bisschen warten. Wir haben ja zur Not hier auch noch einen Händler, den man kaufen kann. Ne? So, ich hoffe, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Restfeiertag. Ja, eigentlich den zweiten, theoretisch. Wenn ich mir nicht jetzt erzählt habe. Und, ja, genießt die freien Tage, wenn ihr habt. Bei mir dürfen einige Kollegen arbeiten. Ich hatte da wahrscheinlich Glück. Weil ich habe meine Arbeit geschafft. Ja, die haben echt viel Aufträge und das ist dann, ja, das Kuriose, sag ich mal so, ne? Und ganz komisch. Naja, gut, kann man nicht ändern, ne? Ja, nochmal tschüss, ciao, ciao. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen und fürs fleißige Zuschauen und fürs Liken. Wer auch bis hierher schaut. Ja, viele schauen nicht bis hierher. Ist aber, ich glaube, verständlich. Ist aber tschüss, ciao, ciao. Bis dann und ciao. Tschüss.